Tirili und Tirila, der Stammtisch, der ist wieder da. 4 Jahre hattet ihr vor uns Ruhe. Jetzt schlagen wir wieder zu, damit ist es nämlich aus. Jawohl. Hier vorne unter den Zipfelmützen sehen wir ziemlich viele Rothäute sitzen. Denn Herr Dr. Woidke, der große Häuptling Sitting Bull, hatte vom schwarzen Medizinmann schnell die Nase voll. Er sagte sich deshalb immer wieder, ich liebe euch doch alle, ihr roten Brüder. Der Schönbohm, der kriegt schon Pocken, wo man hinguckt, nur rote Socken. Da sprach der alte Häuptling der Indianer, wild ist der Osten, schwer ist der Beruf. Wir machen jetzt die Sache fett und werfen mal einen Blick in sein Kabinett. Ja, der Herr Görke, Finanzminister von den Linken, wird wieder in alte Traditionen rückversinken. Zum 1. Mai wird für alle Finanzämter die Losung geben, wer angibt, hat weniger zum Leben. Ja, man kann es nicht so schnell fassen. Den Witz muss man erst sacken lassen. Und bei seinem neuen Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz, da zieht man doch unweigerlich den Schluss, dass man die Bürger vor der Justiz und Europa schützen muss. Wenn ich die Sache so besehe, ist der Herr Markow bald bei der AfD. Ja, und den neuen Innenminister Schröder, den kennt in Brandenburg bald jeder, denn die Kreisreform, die näht er fein wie das tapfere Schneiderlein. Zu viel Land, zu wenig Leute, nur in der Mitte drängt sich die Meute. Eine Lösung muss her und das ziemlich schnell. Das ist der Großkreis XXL. Der Gang zum Amt, das ist der Preis, wird dann zu einer Tagesreis. Leider. Und streikt dann noch die GDL, buchst du zum Amtstermin noch gleich noch das Hotel. Genau. Der Herr Schröder, das Kreisreformgenie, fördert damit gleichzeitig die Touristikindustrie. Und wenn man mal ganz genau guckt, steigert er damit das Bruttosozialprodukt. Ja, Schröderlein ist klug und weise. Nur die auf dem Lande, die finden es bescheiden. Ja, auch unser großer Häuptling Sitting Bull hatte vom Bevölkerungsschwund die Nase voll. Mhm. Wir geben ihm den guten Rat, erkläre doch ganz Brandenburg zum Bioreservat. Als einziges Land auf der ganzen Welt werden vom Zensus dann auch Wölfe, Biber und Kraniche mitgezählt. Und da gibt es dann, Sie ahnen es schon, in jedem Frühjahr eine Bevölkerungsexplosion. Beim Grenzchen erzählen sich dann die Kaffeetanten, wir hätten so viele Migranten. Das war der alte Häuptling der Indianer. Wild ist der Osten, schwer ist der Beruf. Auch wenn es keiner mehr hören kann, bei uns kommt der Flughafen trotzdem dran. Genau. Und liebe Narren, ihr werdet es kaum glauben, wir denken dabei stets an Rom. Denn dieses wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Da haben sie aber nicht Platzig und Wohlbereit versaut. So ist das. Und seit Kaiser Nero weiß die ganze Welt, um den Brandschutz warst du auch nicht besonders gut bestellt. Ja, wir wagen ganz einfach jetzt die Prognose. Und die geht bestimmt nicht in die Hose. Bevor ich dort das erste Flugticket kriege, spielt Energie Cottbus in der Champions League. Nach dieser Flughafenschote kommen wir jetzt zur Frauenquote. Das ist doch kein Problem für Vater Staat. Denn in jedem Familienaufsichtsrat
Das weiß doch jeder Ehemann, hat der Frau zu Hause die Hosen an. Und wenn man da eine Zahl so benennt, liegt die Quote sogar bei 99%. Ja, nur bei diesem Elferat machen wir uns Sorgen. Nee. Entweder er muss sich Damen borgen oder der Präsident legt heute noch fest, wer sich geschlechtsumwandeln lässt. Der alte Häuptling der Indianer, wildes Osten, schönes der Beruf. Einen schweren Beruf, Sie werden verzeihen, hat auch Ursula von der Leyen. Ja, unsere Flinten-Uschi wünscht sich sehr ein sehr familienfreundliches Heer. Also wenn das der alte Fritze wüsste, dass in jeder Kaserne bald eine Kita ist, er würde sich an seine Drei-Wetter-Perücke fassen und schleunigst seinen Thron verlassen. Doch den größten Kummer bitte sehr, hat Uschi mit dem fliegenden Teil vom Heer. Denn das meiste vom sehr teuren Gerät wegen klinischer Probleme am Boden steht. Und das ärgert sie dann auch. Die kriegen einfach keinen hoch. Die Diagnose liegt auf der Hand. Erektionsstörung wird das genannt. Doch die Uschi, das Medizingenie, hat dafür eine treffliche Therapie. Statt dem leichten Pflug Benzin schüttet sie in den Tank Viagra hin. Klick! Ach, der alte Häuptling der Indianer, wildes Osten, schwer ist der Beruf. Der Ramelow, der macht jetzt seine Linke froh. Ja, die weinen schon vor lauter Glück, sie regieren doch jetzt eine Bratwurstrepublik. Ja, Pastor Gauck sieht nur noch rot und fühlt die Freiheit schon bedroht. Das ist eben das Schöne an der Demokratie. Wie die Wahl ausgeht, weiß man vorher nie. Ach, der alte Häuptling der Indianer, wildes Osten, schwer ist der Beruf. Übrigens ist in Deutschland lange schon der Islam die Staatsreligion. Die FDP-Islam, der SPD-Islam, auch Frau Merkel-Islam, sogar der Kapitän vom FC Bayern, Islam! Dank Mario Götze, das ist in der Welt bekannt, ist Deutschland jetzt ein Vier-Sterne-Land. Ja, in ein Hotel mit vier Sterne kommt man doch immer wieder gerne, ob aus der Nähe, aus der Ferne. Dieses Phänomen, wir sagten es schon, nennt man neuerdings Migration. Der alte Fritz ging da mit gutem Beispiel schon voran und begrüßte in Preußen einfach jedermann. Ob Hugenott, ob Hottentott, Hauptsache war's, sie arbeiten flott. Und darauf achtete seine Majestät, dass man Deutsch spricht und auch Deutsch versteht. So konnte dann auf Preußens Erden jeder nach seiner Fassung selig werden. Da gehen wir beide mit ihm d'accord. So stellen wir auch wir uns Einwanderung vor. Wir sind am Ende, das Spiel ist aus. Ihr bleibt alle noch hier, wir beide müssen jetzt raus. Deutschland wird jetzt kunterbunt. Tschüss, macht's gut und bleibt gesund.